Ja, mit dem Kochs veganen Kochvideo-Wettbewerb geht es jetzt endlich los. Das heißt, ihr könnt ab jetzt eure Videos einhusten. Hallo Tierfreunde! Ja, mit dem Kochs veganen Kochvideo-Wettbewerb geht es jetzt endlich los. Das heißt, ihr könnt ab jetzt eure Videos einschicken. Nicht gleich aufspringen, also ein paar Sachen wollte ich schon noch sagen. Also erstmal alles, was ich hier im Video sage und auch noch einiges mehr, wird alles unterm Video stehen. Das heißt, schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, wenn ihr mitmachen wollt und lest euch das erstmal durch. Ja, ich hatte ja schon mal ein Video gemacht und habe euch die Idee vorgestellt. Und ja, es haben sich auch ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel die Preise, denn ich hatte erst gesagt, 100 Euro gibt es für den ersten Platz. Und da waren ziemlich viele von euch nicht so begeistert von. Ja, deswegen habe ich mal einen Verlag angeschrieben, und zwar den Grefe und Unzern Verlag. Und dort habe ich 3 Kochbücher bekommen, die sozusagen die ersten 3 Preise bilden. Und zwar ist das erstmal La Veganista von Nicole Just. Ja, in dem Kochbuch ist so ziemlich alles drin. Steht hier auch drauf, von Frühstück bis Abendessen. Und ist auch ja, relativ groß, hat, Moment, ja, fast 200 Seiten. Ja, und wie gesagt, hier ist alles dabei, also hier ist von Torte, hier ist zum Beispiel eine California Dreaming Torte, über Frühstück, Abendessen, Aufstriche sind, glaube ich, auch drin, Salate, Suppen, ja, und so weiter. Chili sin Carne ist hier zum Beispiel drin, Kräuterbutter, also Kräutermargarine in dem Fall. Backkartoffelsalat und so weiter. Ja, ein sehr schönes Buch auf jeden Fall. Dann habe ich noch Vegan Backen, auch von Nicole Just. Da geht es halt, ja, wie der Name schon sagt, größtenteils um Backrezepte. Also Tarts, Kuchen, Brot, Brötchen, ja, Torten, Kekse und so weiter. Ist auf jeden Fall ein bisschen handlicher, hat jetzt nur 65 Seiten ungefähr, aber hat auf jeden Fall sehr schöne Anregungen und Ideen drin. Und das dritte Buch ist von Martina Kittler, Expresskochen vegan. Ja, da sind halt so Rezepte drin, die, ja, wie der Name auch schon sagt, einfach schnell gehen. Zum Beispiel haben wir hier exotische Fruchtspieße, Chili con Seitan, also wieder Chili, grünes Gemüsecurry, 3 Tomatenpasta, ja, Salate, Frikadellen haben wir hier, Auberginen, Bruschetta und so weiter. Ist auch relativ handlich, hat auch 65 Seiten, aber ist auf jeden Fall für alle gut, die einfach, ja, was Schnelles zu essen zaubern wollen. Und ich könnte jetzt einfach sagen, das ist der erste Preis, das ist der zweite Preis, das ist der dritte Preis. Werde ich allerdings nicht so machen, denn ich habe mir gedacht, einige von euch haben ja sicherlich auch schon ein paar Kochbücher zu Hause. Und vielleicht, wenn derjenige dann gewinnt und das schon zu Hause hat, macht es für ihn nicht so viel Sinn. Deswegen werde ich den ersten Platz dann einfach anschreiben und ihn fragen, welches von den 3 er haben möchte. Dann den zweiten Platz, und der dritte bekommt dann halt das, was übrig bleibt. Ja, diese Bücher sind sozusagen der erste Teil der Preise. Denn ich hatte ja letztens gesagt, dass ich auch von euch möchte, dass ihr mir eine Kleinigkeit zuschickt, wenn ihr mitmachen wollt. Also, wenn ihr mir die DVD mit dem Film schickt, dass ihr dann sozusagen einen kleinen Button dazu legt oder einen kleinen Aufkleber oder ein, was euch einfällt, was am besten auch irgendwie mit vegan zu tun hat oder auch mit Kochen. Und diese Preise werde ich quasi sammeln und werde dann auf die ersten 3 Plätze sozusagen aufteilen, je nachdem wie viele das sein werden. Ja, das ist sozusagen der zweite Teil des Preises, und als drittes habe ich gedacht, dass ihr auch was von mir bekommt. Und zwar ja, wollte ich sozusagen eine kleine Regalbox für euch packen. Also für die ersten 3 Preise. Der erste Preis kriegt natürlich die größte von den 3 und dann ja, die anderen beiden ein bisschen weniger. Wo ich so selbstgemachte Sachen oder auch anderes Zeugs, ich weiß es noch nicht genau, ehrlich gesagt, reinpacken werde, vielleicht selbstgemachte Gemüsebrühe oder selbstgekochte Marmelade oder auf jeden Fall Sachen, die man irgendwie verschicken kann. Ja, das ist sozusagen der dritte Teil des Preises. Das heißt, der erste Platz würde ein Kochbuch bekommen, eine unbestimmte Anzahl an kleinen netten Gimmicks und eine selbstgemachte Vegan-Box. Ja, ist glaube ich schon ein bisschen attraktiver als einfach 100 Euro. Ja, des Weiteren gab es einige Missverständnisse mit der Durchführung des Wettbewerbs. Deswegen werde ich es nochmal versuchen zu erklären. Und zwar hatte ich mir gedacht, dass die Views
und die Likes, also nicht die Dislikes, sondern nur die Daumen nach oben zählen werden, und zwar im Verhältnis zueinander. Das heißt, ich werde die prozentual ausrechnen nach dem Zeitraum, in dem gewotet werden darf, und das wird dann sozusagen die Bewertung sein. Das heißt also, wenn jemand viele Fans hat, also wenn jemand bei dem Wettbewerb mitmacht, der auf seinem Kanal viele Fans hat, wo er dann vielleicht auch Werbung für machen kann, für sein eigenes Video. Und die Fans oder die Leute gucken das halt alle an, aber finden es vielleicht zum Beispiel nicht so toll. Also es gucken viele an, geben aber nicht so viele den Daumen nach oben, dass dann derjenige, der dann zwar weniger Daumen nach oben hat, dafür aber auch weniger Klicks, trotzdem eine Chance hat zu gewinnen. War das jetzt verständlich? Also angenommen, ein Video hat 3000 Klicks und hat 300 Daumen nach oben und ein anderes Video hat 1000 Klicks und hat 100 Daumen nach oben, dann ist das sozusagen ja genau gleich viel. Ja, das finde ich irgendwie fairer, als nur die Daumen nach oben zu zählen. Und dann gab es auch noch ein Missverständnis, wie lange das Voting gehen soll. Ich hatte ja gesagt, am Montag wird ein Video hochgeladen. Das läuft dann eine Woche bis zum nächsten Montag um dieselbe Uhrzeit. Und dann am Dienstag wird das nächste hochgeladen. Das heißt nicht, dass das erste Video eine Woche läuft und dann erst das nächste kommt, sondern das nächste kommt gleich am nächsten Tag. Also, vielleicht blendet es auch mal ein. Also am Montag um 12 Uhr kommt Video Nummer 1, läuft bis zum nächsten Montag um 12 Uhr. Am Dienstag nach dem ersten Montag kommt das nächste Video und läuft bis zum Dienstag um dieselbe Uhrzeit, also 12 Uhr wahrscheinlich. Das heißt also, wenn ich 10 Teilnehmer habe, dann wird das ganze Voting 10 Tage plus 7 Tage, also 17 Tage dauern und nicht 10 Wochen, wie teilweise verstanden wurde. Das wäre, glaube ich, ein bisschen lang. Und ich wollte ja auch in der Zeit dann selber kein Kochvideo machen und das wäre, glaube ich, wirklich ein bisschen sehr lang. Ja, wenn ihr übrigens eine andere Möglichkeit habt, um mir die Videos zukommen zu lassen, also zum Beispiel irgendwo hochzuladen, dass ich sie mir runterladen kann, dann könnt ihr es natürlich auch machen. Allerdings, ja, wollte ich ja wie gesagt von euch sowieso ein kleines Gimmick haben. Das heißt, ihr müsst mir eh irgendwas zuschicken. Aber dann ist das Paket halt ein bisschen kleiner. Ja, das könnt ihr aber auch für euch entscheiden, wie ihr das machen wollt. Da bin ich auch für alles offen. Ja, wie ihr eure Videos gestaltet, wie schon gesagt, könnt ihr selber entscheiden. Also es wäre gut, wenn ihr am Anfang sagen würdet, dass das für einen Kochvideo-Wettbewerb ist. Falls dann nachher irgendjemand das Video findet und sich wundert, warum dann auf meinem Kanal jemand anderes steht, dass dann einfach, ja, das einmal erwähnt wird. Ansonsten schreibe ich das wahrscheinlich auch unter das Video einfach. Und ich hatte ja gesagt, dass die Videos bis maximal 15 Minuten gehen sollen. Allerdings, ja, habe ich dann überlegt, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Also wenn ihr mir ein Kochvideo schickt, was meinetwegen 40 Minuten geht und was aber so interessant ist, dass die Leute trotzdem dabei bleiben und es liken und es gerne mögen, weil es interessant ist, weil viel Gequatsche drauf ist, dann könnt ihr das auch machen. Also wie lang eure Videos werden und ob ihr im Video zu sehen seid oder nicht zu sehen seid oder ob ihr Schrift einblendet, ob ihr im Hintergrund erzählt, ist alles euch überlassen. Ja, da ist eure Kreativität sozusagen keine Grenzen gesetzt. Ja, wichtig wäre noch, dass ihr im Video keine Musik verwendet, also alles eigene Inhalte. Also ihr dürft auch nebenbei das Radio laufen lassen oder so ähnlich. Denn ja, es kann sein, dass das Video dann einfach gestrikt wird wegen GEMA und so weiter, bla bla bla. Deswegen, ja, am besten gar keine Musik verwenden oder es gibt auf YouTube eine Galerie, da könnt ihr sozusagen Musik runterladen und die benutzen, und es gibt auch einige YouTuber, die ja, sozusagen auf YouTube Musik erstellen und die auch anderen YouTubern zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr Musik verwendet, dann müsst ihr auf jeden Fall schreiben, wo ihr die her habt und ob ihr überhaupt, also ob ihr die Erlaubnis habt, die zu verwenden. Vielleicht, wenn ihr einen YouTuber anschreiben wollt, von dem ihr gerne das und das Musikstück nehmen wollt, dann schickt mir noch, weiß nicht, seine E-Mail, wo er gesagt hat, ich erlaube dir, das Musikstück so und so zu verwenden. Ja, das wäre auf jeden Fall wichtig, das würde ich nämlich wahrscheinlich auch unter das Video schreiben dann, welches Musikstück verwendet wurde. Ja, und wie gesagt, werde ich euer Video auf meinem Kanal hochladen. Das heißt, ich brauche von euch irgendeine Zustimmung, dass ich das machen darf und dass ich es auch nach dem Wettbewerb noch weiterhin, ja, nutzen darf, das Video. Deswegen, wenn ihr gerne teilnehmen möchtet, dann schickt mal eine E-Mail mit dem Betreff Kochvideo-Wettbewerb zum Beispiel,
Und ja, ich schicke euch dann eine Textvorlage, die ihr sozusagen ausfüllen müsst. Und die könnt ihr dann entweder ausdrucken und mir also mit der DVD zusammenschicken, oder ihr schickt sie mir einfach per E-Mail zurück. Ja, damit ich auch sozusagen eine kleine Absicherung habe. Ja, das war's, glaube ich. Wie gesagt, wenn ich noch was vergessen haben sollte, dann steht's in der Videobeschreibung oder halt, wenn noch was dazu kommt. Ansonsten freue ich mich sehr auf eure Einsendung. In unserem letzten Video haben mir ziemlich viele geschrieben, dass sie gerne mitmachen würden. Deswegen, ja, bin ich sehr gespannt auf eure Kochvideos. Und ich werde auf jeden Fall ein Video machen, wenn sozusagen der Wettbewerb vorbei ist, wenn die Gewinner feststehen. Da werde ich auch nochmal zeigen, was ihr mir also zugeschickt habt, an kleinen Gimmicks auf jeden Fall. Und auch, was dann in der Regionbox drin ist, was ich selber noch nicht weiß. Also in der Kochs-Vegan-Box, was da drin ist. Ich glaube, das war es jetzt hoffentlich. Ansonsten, wie gesagt, steht alles nochmal unter dem Video. Und ja, Milan wünscht euch viel Glück. Genau. Okay, bis demnächst. Tschüss.